So, wir erwarten alle gespannt das Ergebnis vom Splatfest. Was ist deine Lieblingsbegrüßung? Und wir schalten live zu Marco, Muri und Mantaro ins Studio und hören uns jetzt an, was sie uns zu erzählen haben. Drauf gewartet. Handschlag, Faustcheck oder Knuddel. Ich war ja im Team Knuddel und Faustcheck. Ich muss sagen, ich habe hauptsächlich gegen Team Faustcheck gespielt. Sehr selten gegen Team Handschlag, also habe ich immer Faustcheck. Und oh, Faustcheck 47%. Das ist wirklich ordentlich viel. Ja, wie jetzt, ja. Und Handschlag habe ich da am wenigsten, aber Beitrag. Beim Profikämpfen und Dreifachmatch. Kommen natürlich noch. Ui, da hat der Handschlag jetzt ordentlich abgesahnt. Team Knuddels hat irgendwie nirgends irgendwie irgendetwas gerissen anscheinend. es ist furchtbar spannend. Das halten meine Nerven nicht aus. Aber oh. Boah, nee. Nee! Also Glückwunsch erstmal ans Team Handschlag. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil ich habe echt gedacht, dass Faustcheck gewinnt, weil wir haben eigentlich fast immer, oder ich habe fast immer gegen Team Faustcheck gespielt und Handschlag, glaube ich, zwei oder dreimal, also nicht oft. Ja, Fäustchen und Knuddeln darf man auch nicht missen, aber der Handschlag ist ja natürlich. Es ist aber auch so, dass meistens mit Handschlag begrüßt wird. Mit Faustcheck ja nicht so oft und mit Knuddeln wirklich nur bei Leuten, die man richtig gut kennt. Ja, mein Glückwunsch. Wirklich mein Glückwunsch an das Team. Handschlag, aber auch Faustcheck richtig gut. Und ja, mein Team, unser Team mit 0-0. Aber dabei sei es alles und wir hatten meiner Meinung nach die beste Farbe eigentlich. Die Farbe ist richtig toll. Ja, das war das. Das war das Splatfest. Jetzt gucken wir uns noch die Arenen an. Und dann habe ich noch was vor. Nämlich, ich hatte ja im letzten Spiel oder in einem der letzten Videos, vielleicht kommen die erst nach diesem Video oder vor diesem Video, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls, von der Taucherbrille oder von der Schnorchelbrille gesprochen, die ich gerne ha hätte. Und vielleicht habe ich Glück. Ich werde jetzt gleich im Splatville ein bisschen rumlaufen und gucken, ob ich irgendwo jemanden finde, der die Taucherbrille, diese Schnorchel hat. 21 Supermuscheln, jawohl. Weil die hätte ich schon gerne. Weil die Grasmastenstaffel soll T, in Klammer, erstmal abgeschlossen sein jetzt und ich möchte mein Gesicht mal wieder ein bisschen anders bedecken. Wobei die Gasmaske, die ist schon, ne? Die ist schon einiges, die macht schon einiges her. Ich gucke gerade, ne, ein Stirnband habe ich. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein Stirnband. Nee. Also die Schnorchel habe ich. Nee, so sehe ich aus wie ein Mitarbeiter bei einem Fastfood-Unternehmen. Nee, da werde ich einen Feuerwehrhelm nehmen. Und noch etwas. Ich werde dieses Hemd, dieses zerrissene Hemd jetzt hier erstmal anlassen, weil das kann man auch hochleveln. Ja, das kann man auch hochleveln. Das sieht zwar ziemlich trashig aus, aber hey, was soll's? Mir gefällt es jetzt irgendwie. Mir gefällt es jetzt irgendwie. Ja, ich werde jetzt hier mal rumgehen und gucken, ob irgendwo jemand diese Schnorcheltaucherbrille hat. Herzlich willkommen bei Planlos in Splatville. Mein Name ist Kip Supernova. Ich spiele den Splatoon-Inkling Kip Splat, weil Supernova nicht mehr in den Nachnamen gepasst hat. Gut, Kip Nova hätte vielleicht auch noch gepasst, aber ja, egal. Egal. Übrigens, ich habe mir mal die Spielzeit angeguckt und meine Mitgliedschaft bei Nintendo. Beziehungsweise Nintendo Switch. Und das sind jetzt fast 5 Jahre. Ich spiele seit fast 5 Jahren Splatoon.
Wow, das muss gefeiert werden. Ich werde das ein bisschen im Auge behalten und werde, wenn es 5 Jahre sind, das gebührend feiern natürlich. Wie gesagt, in einem der letzten Videos habe ich es ja schon erwähnt. Entweder, ich denke, das Video, wo ich das erwähne, wird nach diesem kommen, weil das ist jetzt gleich ganz, das kommt dann gleich ganz frisch auf YouTube, wo ich verkünde, wer das Splatfest gewonnen hat. Dass ich gerne mal so ein Splatfest-Wochenende Party machen würde. Und das natürlich Livestream, aber auch mit anderen Leuten zusammen. Das wäre schon ziemlich cool. Und so 5 Jahre Splatoon, das würde ich schon gerne feiern. Gibt es so lange Splatoon schon? Hey! Da ist ja ein Kipp! Aber ein Kipp mit 2 P. Das ist ja mal. Es gibt ja auf Twitter, Gott hab es selig, habe ich ja auch einen anderen Kip, der auch Splatoon spielt, gesehen. Aber ich glaube, das ist nicht der. Nee, der war kein Octoling. Fischfankatze. Kip mit 2 P. Entweder ein beliebter Splatoon-Spitzname oder habe ich die Leute dazu inspiriert? Keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall. Es ist einfach ein toller Name. Also ich liebe diesen Namen und Kip mit 2 P. Ja, warum nicht? Also ein Kip. Kip, Bruder. Hier kann man natürlich nicht drüber springen. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Weil Inklinge können sich keine Knochen brechen, weil sie keine Knochen haben. Kennen wir aus dem Story-Modus von Splatoon 1. Ja, also wie ihr seht, ich habe auch die Schuhe bekommen. Es ist wirklich, also das sind Sonic-Schuhe. Ah, hier kann man jetzt übers Gelände, toll. Nee, auch hier hat niemand diese Taucherbrille, diese Schnorchel. Das war bei Splatoon 2, wo ich die hatte und auch das Stirnband. Ich habe kein Stirnband und keine Taucherbrille in Splatoon 3. Seht ihr, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin davon ausgegangen, dass ich das bei Splatoon 3 auch schon habe. Aber nein, das war bei Splatoon 2. Naja, was soll's? Irgendjemand muss es doch haben. Machen wir den. Oh, das ist cool. Das ist so mitten in so einer City. Das hat schon eine ganz besondere Atmosphäre. Auch schön am helllichten Tage. Hier ist schon die Sonne. Und manchmal sieht man auch ein Flugzeug. Also wirklich ein Verkehrsflugzeug. Am Himmel vorbeifliegen. Das ist schon ziemlich cool. So, hier stehen sie alle wie bestellt und nicht abgeholt. Aber nee, niemand hat einen Schnorchel. Schade. Schade. Nee. Hier, nein, auch nicht. Da kommen wir nicht durch. Schade. Ah, dann lasse ich den Feuerwehrhelm erstmal auf. Der passt eigentlich so ganz gut. Vorerst mal, und ich werde dieses zerrissene, zerblätterte Shirt auch erstmal anlassen. Und wir gehen rein. So, ich habe es jetzt ein bisschen übersprungen. Ich habe schon ein paar Spiele gespielt, aber da war ich dann einmal disconnected und dann war auch die Farbe nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich schneide das mal jetzt ein bisschen zusammen. Wir brauchen keine 3 Runden, sondern hier ist die letzte Runde. Das ist übrigens beim Splatfest auch sehr oft gewesen. Komischerweise immer bei den 10 Kämpfen. Also ich hätte 13 Kämpfe spielen können, aber jedes Mal disconnected. Also das Spiel wurde, also die Runde wurde komplett abgebrochen. Und ich habe dann nur einen 10-Kampf, den ich meine ich dann gewonnen habe. Ansonsten bin ich keinen 10-Kampf gekommen, obwohl ich wirklich das Wochenende fast durchgespielt habe. Tja, kann ja vorkommen. So, die Lieblingsfarbe blau. Und es sieht so gut aus. Blau gegen gelb. Oh. Ja. Ihr wisst, bei blau. Bei blau, da werde ich schwach. Blau ist wirklich die Absicht. Oh, guck mal, wie sie schön leuchtet wieder. Oh. Der Helm nimmt übrigens auch die Farbe an. Von der Farbe, die wir, von der Tinte, die wir gerade spielen. Sehr schön. Und der Krabbenpanzer. Es ist eine ziemlich schöne Ulti-Waffe, also ziemlich cool. Man sitzt auf was drauf und es ist wirklich der Krabbenpanzer. Der Krabbenpanzer, der ist toll. Der ist wirklich toll.
Wenn man wirklich, man kann ja auch so Fernbomben abwerfen, dann auch so Fernschubbomben, aber so, um Leute abzusplätten, Gegner abzusplätten, aber man kann auch wunderbar schön in die Ferne ab einfärben. So, ich habe die Bombe mit reingeworfen, aber oh, die Gegner, die sind hier irgendwie alle am Fleck. Auf einem Fleck, sehe ich gerade. Ja, hat nicht genutzt. Aber ist egal. Nächste Runde. Ach, das ist schön. Boah, diese Farbe. Boah. Also wie gesagt, so ein Splatoon in live. In lebensecht. Das wäre schon eine sehr schöne, nice Sache. Könnte man ja mal machen. Das wäre ja mal ein Event. Ja, aber an solche besonderen Events denken sie natürlich nicht. Auf Twitch. So. Vielleicht sollte ich sowas in die Wege leiten. Ja, wenn ich die 1 Million Abonnenten habe. Ja. Es gibt Leute, die wandern dann nach Madeira aus. Kip wird wahrscheinlich dann einen Event Pike aufmachen. Das wäre doch auch mal was. Apropos Event Pike, diese Map hier, guckt mal da runter. Da ist ein Spielplatz oder das ist eine Hüpfburge. Was ist denn das? Das sieht so cool aus. Das ist schade, dass man nicht die Umgebung um die Map herum erkunden kann. Das ist schon schade, weil dann ist man ja sofort aus dem Spiel raus, wird gelöscht, wenn man die Map verlässt auch oder versucht da runter zu springen. Oder runterspringen. Das ist natürlich schade. Weil das wäre so ein Open World Modus von Splatoon. Wenn man es nicht so vermasselt wie bei manchen Pokémon-Spielen, die dann irgendwie aussehen wie Spiele aus den 90ern oder Anfang der 2000er, wo die Grafik noch nicht so fortgeschritten war, für Splatoon wird mir das mal richtig gut gefallen. Aber nicht so ein Story-Modus Jump-and-Run-Ding, wo man nicht weiterkommt, sondern wirklich so ein Open-World-Ding mal, wo man auch so mal die Welt von Splatoon erkunden kann. Kann man übrigens auch in den Mangas. Also die Mangas erzählen auch so ein bisschen aus der Splatoon-Welt was. Und die werde ich mir mal wieder zu Gemüte führen. Das sind übrigens die einzigen Mangas, die, wenn ich mal einen Manga neu kaufe, dann von Splatoon. Oh, das ist ja wirklich... Jawohl! Blau hat gewonnen! Wirklich mega. Mega toll. Mega tolle Pose. Oh, die Pose auch von, wie heißt der? Siwolla oder wie heißt der? Oi, richtig. Es gibt eben Emoji-Posen, wo man dann, wenn man die auswählt, nicht mit der Waffe posiert. Was ich ein bisschen schade finde. Aber ja. So mit dem Doppelkleckser. Gibt's auch eine Tool-Pose. Ja, das soll es für heute dann gewesen sein. Das waren die Ergebnisse vom Splatfest. Lieblingsbegrüßung. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, ja, Glocke, ihr wisst Bescheid. Und die Musik hier, die gefällt mir richtig gut. Die ist so entspannend. Da entspanne ich mich jetzt ein bisschen bei dieser Musik. Ach, sehr schön. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder bei Splatfest Rückblick-Videos, wo ich dann auch ein bisschen rumlabere. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Und ja, bis bald, habt eine schöne Woche. Kip Supernova over and out. So, einen Cappuccino bitte.